Das reicht für Jacobi. Kann hier als Erster nochmal in die beiden letzten Ecken kommen. Jetzt aber Guyot innen rein. Das hat Jacobi gerochen. Guck mal, der packt ihn aus, der packt ihn aus. Und Max Nagel ist der Profiteur, weil sich Jacobi und Guyot gegenseitig in die Karre fahren. Und Nagel sagt Dankeschön. Was ist denn da passiert? So, und der Nächste im Bunde. Guyot, was ist denn jetzt los? Zeiterlauf, ja klar, bitte, wenn ich da bin, scheint es immer irgendwo was zu geben. Deswegen, für mich, aus meiner Situation, war das halt vorhin nach dem zweiten Start. Als ich den Start gewonnen habe, hat er mich unnötig probiert, direkt in der ersten Kurve runterzufahren, wo ich gesagt habe, lass uns da erstmal durch die erste Runde kommen. Habe ich mir somit gemerkt, im zweiten Lauf dann zur Zielkurve runter, war einen Meter zu weit hinten und hat mich da probiert zu überholen, ist mir ins Hinterrad gefahren und dann habe ich dann halt auch mal gesagt, so ja, hier so weit nicht. Deswegen habe ich mich probiert zu verteidigen, nach dem Rennen kam er dann an und wollte sich ein bisschen drüber reden, aber ich habe aus der Aktion in Teutschenthal mit Adam Seri relativ viel gelernt, deswegen habe ich einfach da gestanden und habe ihn reden lassen und habe einfach einen Daumen nach oben gegeben, weil es war trotzdem Motocross. Yeah, for sure, I'm a bit angry because I was feeling that I can go take the win in that last moto. I was feeling really good and ja, das war nicht professionell, was Henri hat gemacht, aber das war auch nicht professionell, was ich habe gemacht nach dem Rennen. Also ja, Entschuldigung für das und yeah, it's racing and we are all here for racing, so yeah, anyway, it was a good racing. We had a good talk with Henri and now it's done and we can focus on the next MXGP in Lockett for me and was a good training this weekend for me. Starke Worte von Valentin Guyot hier, extra Deutsch. Und ich denke mal, das wird dann irgendwann auch wieder ruhig sein. Wir machen hier nun mal nicht Schachspielen mit Rettungsringen.